Meine Erinnerungen an Nintendo reichen bis Anfang der 90er Jahre zurück. Und ich weiß, ich bin ein alter Sack. Aber meine erste Videospielerfahrung habe ich mit dem guten alten Gameboy gemacht. Und dort mit Super Mario Land, wie es wahrscheinlich viele andere auch gemacht haben. Ich erinnere mich aber auch gern noch an ein Spider-Man-Spiel, was ich als kleiner Junge immer auf meinem Gameboy gespielt habe. Und das war sowas wie ein Vorläufer von Dark Souls für mich, weil ich immer wieder gescheitert bin und von vorne anfangen musste. Aber damit fing so meine Leidenschaft für Videospiele an. Weiter ging es dann über das Super Nintendo und den Mega Drive, den ich hier nicht unterschlagen will. Auch Sega hat seinen Anteil. Bis hin zu einer meiner Lieblingskonsolen, dem Nintendo 64. Und das Nintendo 64 ist so die Konsole, an die ich mit die meisten Erinnerungen habe. Sei es The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Perfect Dark. Es gibt unzählige Spiele, die ich aufzählen kann, die ich darauf gespielt habe und mit denen ich verdammt viel Spaß hatte. Dort hat Nintendo es geschafft, für mich Qualität zu liefern. Und damals als junger Kerl war es halt noch so, dass es begrenzt war, die Spiele, die man spielen konnte, die man sich kaufen konnte. Und heute in der schnelllebigen Zeit ist es kaum vorstellbar, dass der Spieler-Output des Nintendo 64 für mich damals gereicht hat. Aber es gab eigentlich mehr zu spielen, als ich spielen konnte zu der Zeit. Darum war es für mich auch ziemlich schnell klar, dass ich mir den Nachfolger, den GameCube, auch holen muss. Und der hat sich sogar, was die Platzierung meiner Lieblingskonsolen insgesamt angeht, noch vor das N64 gesetzt. Weil die Konsole mit Spielen wie Metroid Prime mich einfach umgehauen hat. Ich habe am ersten Tag Luigi's Mansion gespielt und war da schon von der Detailverliebtheit begeistert. Und es gab dort auch so viele Spiele, das umstrittene Wind Waker von Zelda im Cel-Shading-Look war so eine Sache, die ich trotzdem toll fand, auch wenn ich viele Stimmen kenne, die das Spiel aufgrund des Looks nicht mochten. Eternal Darkness, auch ein Horrorspiel, was ich heute gerne mal wieder von Nintendo sehen würde. Es waren auf jeden Fall damals in der Jugend schöne Zeiten. Wie viele Stunden habe ich mit Super Smash Bros. Verbracht mit Freunden? Da sind vierstellige Stundenzahlen bei rumgekommen. Und ja, mit der Wii und der Wii U ist die Begeisterung etwas abgeflacht. Lag zum einen an der Gestensteuerung und bei der Wii U vor allem daran, dass das First-Party-Lineup primär aus Jump'n'Runs bestand, die zwar alle zumindest gut waren, aber mir hat da die Abwechslung gefehlt, wie es bei alten Nintendo-Konsolen war, dass sie verschiedene Genres bedient haben mit sehr guten Spielen. Und ich hoffe, dass sie es bei der Switch hinbekommen, mich wieder so ein bisschen in diese Kindheitserinnerungen zurückzuversetzen. Und mit Breath of the Wild, nach den Trailern zu urteilen, haben sie gute Karten, dass ich mich an das Spiel genauso gerne erinnern werde in 20 Jahren, wie ich mich heute an The Legend of Zelda Ocarina of Time erinnern werde.